Ja, ich begrüße Sie nochmal im Namen von Medico International zum zweiten Panel unserer dreiteiligen Reihe heute Armut und Gesundheit und auch der Diskussion morgen. Und das Thema heute Nachmittag ist ein bisschen Geschichte, aber auch die Beziehung der Geschichte sozusagen zur Gegenwart und hat den schönen Titel »Aus der Krankheit eine Waffe machen«. Und alle drei Referenten, die heute sprechen, haben sowohl was mit Medico zu tun, als auch mit Bangladesch zu tun. Einmal natürlich meine Kollegin Katja Maurer, mit der ich das hier zusammen moderiere. Mein Name ist Martin Glasenapp. Dann Mathis Bromberger. Mathis Bromberger ist Arzt aus Frankfurt, Mitglied in der Stiftung Medico und hat seinerseits auch Erfahrungen sowohl in Bangladesch gemacht, aber auch im Rahmen der sogenannten 68er-Bewegung, als es Gesundheitsläden gab und auch als Gesundheit mehr ein politischer Begriff wurde und er da arbeitete. Dann haben wir Savola Schaudi, wie gesagt, der noch kommt, zu dem dann die Katja ein bisschen was erzählen wird. Und wir haben Calvan Boskomer, ganz links. Calvan war unter anderem Praktikant auch bei Medico, ist aber Medizinstudent und in der Initiative Globalisation und Health Initiative Gandhi und war zuletzt in Bangladesch und hat bei der Organisation von Savola Schaudi bei Gonashastra Kendra ein Praktikum gemacht und dort gearbeitet und hat auch die letzten Unwetter und den Zyklon in Bangladesch mitbekommen. Vorhin hat unser Kollege Walter Schütz diesen schönen Satz gesagt, soziale Bewegungen kann man nicht ausknipsen. Jetzt gehen wir ein bisschen der Frage nach, wie werden soziale Bewegungen angeknipst? Also wie geht es denn los? Wie ist es denn möglich? Ich begrüße Savola Schaudi, der seine Muscheln verspeist hat und nun zu uns aufs Podium kommt. Also wie beginnen denn soziale Bewegungen und wie, das haben wir ja heute Morgen auch gehört, dass die Frage von Gesundheit auch eine politische Frage ist, mithin eine gesellschaftliche Frage ist. Also wie beginnen diese Bewegungen und wie sozusagen kommen angehende Ärzte aus einer politischen Bewegung zu einer Gesundheitsbewegung und wie hat sich das ereignet? Und damit beginnt Mathis Bromberger aus Frankfurt. Für mich hängt die Entwicklung 68 unmittelbar zusammen mit der Entwicklung ab 1933. Deshalb muss ich ein bisschen ausholen. Erstmals befragt 1968 eine junge kritische Generation, die Generation ihrer Väter, nach deren Vergangenheit und ihrer Verstrickung in die Verbrechen des Nazi-Regimes. In der Regel blieben die Väter die Antwort schuldig. Selbstverständlich gehörten auch viele unserer Hochschullehrer und Ausbilder in den Kliniken zu dieser Vätergeneration. Kaum ein anderer Berufsstand war in so unverantwortlicher Weise involviert in die Verbrechen des Nazi-Regimes, wie der Mediziner. Ideologisch vorbereitet wurden diese Verbrechen von Ärzten wie dem Berliner Hautarzt Hermann Siemens, der im November 1933 im Vorwort zu seinem Werk »Vererbungslehre, Rassenhygiene und Bevölkerungspolitik« befriedigt feststellt, dass die Deutschen erstmals auf eine Regierung blicken können, die die rassenhygienische Politik geradewegs zum Regierungsgrundsatz erhoben hat. Weiter ausformuliert wurden diese pseudowissenschaftlichen Forderungen vom führenden Rassenhygieniker der NS-Zeit und Direktor des Frankfurter Instituts für Erbbiologie und Rassenhygiene, Ottmar Freier von Faschier. In schrecklicher Weise in die Praxis umgesetzt von dessen Musterschüler, dem berüchtigten Humangenetiker und Auschwitz-Arzt Josef Mengele. Nach dem Kriegsverbrecherprozess gegen die politische Führung des Nazi-Regimes 1946 in Nürnberg wurde 1947 ebenfalls vor einem internationalen Gerichtshof der Nürnberger Ärzteprozess durchgeführt. Alexander Mitscherlich nahm als offizieller Beobachter an diesem Prozess teil. Sein Abschlussbericht wurde unter dem Titel »Wissenschaft ohne Menschlichkeit« in 10.000 Exemplaren an die Westdeutschen Ärztekammer zur Verteilung an die Kollegen übergeben. Nur ganz wenige Exemplare dieses Berichts gelangten tatsächlich in die Hände der Kollegen. Der Großteil der Exemplare ist verschollen und wurde vermutlich ganz früh von offiziellen Stellen eingestampft. Dies verwundert nicht, waren doch die ärztlichen Gremien noch massiv von alten Nazis durchsetzt. Zudem waren einige der belasteten Juristen, die nicht erneut in den Staatsdienst übernommen werden konnten, als Geschäftsführer und Justiziare bei den Ärztekammern untergekommen.
Wie Margarete Mitscherlich kürzlich bestätigte, wurde Alexander Mitscherlich, der mit der Veröffentlichung des Berichtes den Finger in eine offene Wunde gelegt hatte, von Kollegen massiv bedroht und als Nestbeschmutzer beschimpft. Experten gehen davon aus, dass etwa 350 Ärzte unmittelbar verantwortlich waren für die Mordtaten in psychiatrischen Kliniken und in KZs. Angeklagt in Nürnberg wurden lediglich 23. Nur 14 wurden verurteilt, weil in Fällen, in denen nur ein geringer Zweifel an ihrer Schuld bestand, Freisprüche erfolgten. Die zu lebenslänglicher Haft Verurteilten verbüßten ihre Strafe in deutschen Gefängnissen und kamen häufig nach kurzer Zeit wieder frei. Wie zum Beispiel der für furchtbare Menschenversuche im KZ Buchenwald verurteilte Professor Gerhard Rose, der nach seiner Entlassung schon 1955 honoriges Mitglied der Max-Planck-Gesellschaft wurde, 1977 eine hohe Auszeichnung der Deutschen Gesellschaft für Wehrmedizin bekam und schon 1963 von der Bundesdisziplinarkammer, der obersten Instanz der ärztlichen Berufsgerichte, von allen Beschuldigungen freigesprochen wurde. Der berüchtigte Mengele hatte sich durch die Flucht nach Brasilien dem Verfahren entzogen. Viele dieser verbrecherischen Kollegen lebten weiter unbehelligt unter uns. Mengeles ideologischer Vater, Freiherr von Verschür, war 1949 Gründungsmitglied der Mainzer Akademie für Wissenschaften und Vorsitzender deren Kommission für Humanforschung. 1951 bis 1965 Professor und Leiter des Instituts für Humangenetik in Münster. Der Psychiater und selbsternannte Zigeunerforscher Robert Ritter wurde 1947 Stadtarzt am Gesundheitsamt in Frankfurt, wie seine rechte Hand die Nervenärztin Eva Justin. Sie hatte ihre Doktorarbeit über Lebensschicksale deportierter Zigeunerkinder verfasst. Diese Kinder wurden nach Abschluss der Doktorarbeit im Mai 1944 nach Auschwitz gebracht und dort umgebracht. Justin war nach dem Krieg Stadtärztin am Gesundheitsamt in Frankfurt und unter anderem zuständig für die Zigeuner, die die Deportation überlebt hatten. Nachdem ihr wissenschaftliches Vorleben publik wurde, wurde sie vom Stadtgesundheitsamt an die Universitätsnervenklinik versetzt. Gegen keinen dieser Kollegen wurde nach meinen Recherchen jeweils ein Berufsgerichtsverfahren eingeleitet. Auch an den Kliniken waren wir natürlich umgeben von belasteten Kollegen. Und es wundert uns nicht, wenn altgediente Krankenschwestern über einen der autoritärsten unserer Ausbilder berichteten, dass während des Krieges bei seinen täglichen Visiten in SS-Arztuniform sämtliche Patienten, die, wenn auch nur mit Mühe aufstehen konnten, zu seiner Begrüßung stramm neben dem Krankenbett stehen und ihm mit ausgeschreckten Armen ein fröhliches Heil Hitler, Herr Doktor, entgegenrufen mussten. Und viele unserer honorigen niedergelassenen Kollegen saßen noch in Praxen, die sie 1938 nach der Arisierung ihren jüdischen Kollegen abgenommen hatten. Wir in Frankfurt hatten das Glück, dass die aus der Immigration zurückgekehrten Theodor W. Adorno, Max Horkheimer sowie Alexander Mitscherlich die Atmosphäre an der Frankfurter Uni maßgebend bestimmten. Und es war Alexander Mitscherlich, der eine Gruppe junger Mediziner einlud, mit ihm zusammen die erste Bahnengruppe in Deutschland zu gründen. Für uns eine ganz wertvolle Möglichkeit, unsere tägliche Arbeit kritisch zu reflektieren. Aus Diskussionszirkeln an den verschiedenen Kliniken bildete sich die Basisgruppe Medizin. Es war die junge Generation der Ärzte ohne Kittel und ohne Titel, die sich mit Schwestern, Pflegern und Medizinstudenten wöchentlich zum Forum in einem Studentenheim trafen, um Utopien und konkrete Strategien für eine humane Medizin zu diskutieren. Aus den Basisgruppen heraus gründeten sich die verschiedenen alternativen Gesundheitszentren und Beratungsstellen, wie die Bunte Hilfe, deren Aufgabe die medizinische Betreuung von Obdachlosen, Illegalen und anderen Randgruppen war. Die Paragraph 218 Beratungsgruppe, sie organisierte neben sozialen Hilfen auch die Vermittlung von kooperativen Ärzten und die Reisen zu Abtreibungskliniken nach Holland und initiierte zusammen mit der Illustrierten Stern eine Öffentlichkeitskampagne, in der sich eine große Zahl prominenter und weniger prominenter Frauen öffentlich dazu bekannten, abgetrieben und sich damit nach damaligem Recht strafbar gemacht zu haben. Dieser öffentliche Druck trug entscheidend zur späteren Liberalisierung des Rechts auf Abtreibung bei. Von großer Bedeutung waren auch die Psychiatriegruppe 41 und die Drogenberatungsstelle Release. Zur Arbeit von Release ist zu sagen, dass eine Welle von Abhängigen harter Drogen, etwa 68, geradezu über uns hereinschwappte.
Man kann sich das heute kaum mehr vorstellen, aber die Ärzte, die Mitte der 60er Jahre zum Notdienst eingeteilt wurden, erhielten eine Liste aller, sozusagen zur Warnung aller Drogenabhängigen von Frankfurt. Und das war genau eine DIN A4-Seite. Auf der standen 19 morphinabhängige Kriegsveteranen aus dem Zweiten Weltkrieg und als 20. der amerikanische Jazzmusiker Chet Baker. Das wirkliche Drogenproblem kam mit den in Vietnam schwer traumatisierten, desertierten GIs. Von ihnen wurde ein beträchtlicher Teil heroinabhängig. Und wir hatten damit ein doppeltes Problem, illegal und drogenabhängig. Natürlich konnten wir bei unserer Arbeit nicht immer ganz im Rahmen der Legalität bleiben. Klar, auch wenn man mit Illegalen arbeitet, und wir hatten viele Illegale, das waren zum Teil illegale Arbeitsimmigranten, das waren auch Mitglieder der verschiedenen Befreiungsgruppen aus aller Welt. Und es waren wirklich sehr viele, um die wir uns kümmern mussten. Und es war von großem Vorteil, dass wir innerhalb kurzer Zeit ein clandestines Netz aus Mitgliedern der Basisgruppen in den verschiedenen Kliniken aufgebaut hatten. So war zum Beispiel der Behandlungsraum der Bunten Hilfe perfekt ausgestattet durch unfreiwillige Spenden der verschiedenen Frankfurter Kliniken. Zum Glück brauchte man damals auch noch keine Plastik-Krankenkassenkarte als Eintrittskarte in die Praxen und Kliniken. So war es ohne große Anstrengung möglich, Illegale, die natürlich keinen Versicherungsschutz hatten, unter falschem Namen in einer Klinik aufzunehmen. Und in dem Moment, wenn unser internes Frühwarnsystem signalisierte, dass die Verwaltung misstrauisch geworden war, rechtzeitig in die nächste Klinik zu verlegen. Eine große Hilfe war es auch für all die Frauen, die aus welchen Gründen auch immer nicht zum Schwangerschaftsabbruch nach Holland fahren konnten. Sie kamen zu einem fest vereinbarten Termin während des Nachtdienstes in die Klinik, wo die gut instruierten Kollegen in der Aufnahme, wie verabredet, die Diagnose Blutung in der Frühschwangerschaft stellten und so ganz legal einen Schwangerschaftsabbruch in der Klinik ermöglichten. All diese Arbeiten wurden natürlich argwöhnisch verfolgt vom Justiziar der Landesärztekammer. Auch er übrigens ein Oberregierungsrat AD. Er verfolgte uns geradezu mit standesrechtlichen Verfahren. Das ging über Verfahren wegen politischer Äußerungen und wegen ehrenwidrigen Verhaltens gegenüber Vorgesetzten bis ins Private. Gegen mich zum Beispiel wurde ermittelt, weil, Zitat, wir erfahren haben, dass sie in einer sogenannten Wohngemeinschaft wohnen, wo Personen beiderlei Geschlechts alle Räume gemeinsam benutzen. Zitat Ende. So. Naja, die hatten viel zu tun, wir hatten viel zu lachen, das war wirklich schön. So. Der Schwerpunkt meiner Arbeit lag in jenen Jahren in der antipsychiatrischen Patientenkollektiv Psychiatriegruppe 41. Angeregt von Franco Basaglia, der schon Anfang der 60er Jahre die Öffnung aller geschlossenen psychiatrischen Kliniken in Italien gefordert hatte, sowie vor allem von den englischen Vertretern der Antipsychiatrie Ronald D. Lang und David Cooper. Und Lang lebte zu der Zeit, seit Mitte der 60er Jahre, in Kingsley Hall in der Nähe von London in einer Wohngemeinschaft mit Schizophrenen. Ziel seiner Arbeit war damals, durch gemeinsames Leben in einer betreuten Wohngemeinschaft den psychisch Kranken eine Einweisung in eine psychiatrische Klinik zu ersparen und die Wiedereingliederung in ein normales Leben zu ermöglichen. Mit 15 Patienten bezogen einige Krankenschwestern, Soziologen, Ärzte und Medizinstudenten das Haus Jügelstraße 9 in Frankfurt. Dieses alte Bürgerhaus war ideal gelegen neben einer Reihe besetzter Häuser in unmittelbarer Nähe von Campus, Mensa und Hauptgebäude der Frankfurter Uni mit dem legendären Hörsaal 6, wo zu jener Zeit die brisanten Teach-ins von SDS und AK stattfanden. Und es war übrigens auch während eines Teach-Ins im Hörsaal 6, wo 1968 ein kleiner Pappkarton von Hand zu Hand wanderte mit der Bitte um Spenden für die neu gegründete Hilfsorganisation Medico International. So. Das Haus in der Jügelstraße war deshalb so ideal gelegen, weil unsere Patienten, die oft jahrelang in psychiatrischen Kliniken eingeschlossen waren, jetzt unauffällig eintauchen konnten in das bunte Leben auf dem Campus und in der Uni. Wie Sie alle wissen, stellt sich die Frage nach der Definition, wer oder was ist normal und vor allem, wer definiert das. Es hat uns immer wieder amüsiert zu erleben, wie interessierte Kollegen, die erstmals unser Projekt besuchten, sichtlich irritiert zu ergründen versuchten, wer ist hier eigentlich Patient und wer ist Therapeut. Wir lebten einfach ganz normal zusammen. Und es war ein wirkliches Vergnügen, wenn bei unseren regelmäßigen Sitzungen auf einem riesigen Wasserbett
nach kurzer Zeit die Schwingungen ganz alleine von einem auf den anderen übergingen und wir bald alle zusammen auf einer Welle oder auf einer Wolke schwebten. Statt Psychodrama praktizierten wir Psychokomödie. Immer begleitet in unserer Arbeit von erfahrenen Kollegen aus der Psychosomatik oder aus dem Sigmund Freud-Institut. Dieses Wohnprojekt fand ein jähes Ende, als bei der Räumung der besetzten Häuser unser Haus angeblich irrtümlich mitgeräumt und anschließend zerstört wurde. War auch unser Wohnprojekt zerstört, so hatte unsere Gruppe doch Anstöße für verschiedene Projekte initiiert. Christoph Streidel, der bei uns als Arzt mitgewirkt hatte, wurde Leiter eines gemeindepsychiatrischen Projekts der Stadt Frankfurt. Mein guter Freund und heute noch Praxispartner Wolfgang Leuchner wurde Gründungsdirektor des sozialpsychiatrischen Projekts Bamberger Hof. Und ebenfalls eine Gründung der Psychiatriegruppe 41 ist das erste alternative Café in Frankfurt, das Strandcafé, das damals eine wichtige Anlaufstelle für unsere heimatlos gewordenen Patienten war. Cesar Rodriguez, ein weiterer guter Freund und Weggefährte, bildete nach seiner Rückkehr in seine peruanische Heimat junge Analytiker aus und widmete sich intensiv der psychotherapeutischen Betreuung von Slumbewohnern in Lima. Sein Bericht wurde übrigens unter dem Titel Überleben im Slum bei Fischer publiziert. Außerdem war Cesar Rodriguez lange Zeit der Sprecher des Demokratischen Forums, der Opposition gegen Fujimori, dem jetzt endlich der Prozess wegen seiner Morde und Menschenrechtsverletzungen gemacht wird. Last not least flossen die Ergebnisse unserer Arbeit ein in die fortschrittliche Psychiatrie-Enquete der Regierung Willy Brandt und wurden sehr engagiert diskutiert auf dem Tunix-Kongress 1978 hier in der FU in Berlin. Leider haben nicht alle Anstöße der 68er-Bewegung zum Erfolg geführt. Geradezu pervertiert wurde unsere Idee von Gesundheitszentren. Statt zuwendungsintensiver Medizin im Sinne von Michael Barlin zu fördern, werden immer mehr hochtechnisierte anonyme Zentren installiert, in denen Gesundheit zur Ware verkommt und das Profitstreben einen immer größeren Stellenwert einnimmt. Um ein Beispiel zu geben, man muss sich ernsthaft fragen, ob es noch Sorge um Gesundheit oder nicht doch um gnadenloses Profitstreben geht, wenn man hört, dass in deutschen kardiologischen Zentren etwa 15 Mal so viel Herzkatheter geschoben werden wie in vergleichbaren Ländern, zum Beispiel Frankreich. Vielen Dank. Vielen Dank. Mathis, fand ich auch sehr rührend, hat mich sehr gerührt, natürlich die Stelle mit Medico International, dass wir das heute hier so lebendig machen können, wie welche Geschichte wir selbst haben, auch für mich Sachen, die ich nicht wusste. Den Titel Ohne Kittel und ohne Titel, ja, den werden wir uns auch merken und ich glaube, das ist auch ein sehr guter Übergang zur Geschichte von Safula. In England ausgebildet. Ich habe Safula letztes Jahr zu Hause bei sich kennenlernen dürfen in Dhaka und ich glaube, es ist auch noch so ein 68er im Herzen geblieben und diesem Geist der 68er, dem gehen wir ja heute nach, er lebt in einem Haus, in einem einstöckigen Haus in Dhaka und in dieser Wohnsiedlung, die eine bessere Wohnsiedlung ist, ja wirklich ein standhafter Kämpfer gegen die Komplettsanierung und die Ausradierung alles Alten. Es ist das einzige alte Haus, was in diesem Viertel noch steht. Drumherum sind teure, hochmoderne Apartmenthäuser. Safula ist Chef, Direktor der Gesundheitsorganisation Gonoshastaya Kendra, die er mit anderen Ärzten 1971 gegründet hat und er wird uns sicherlich ja jetzt auch erzählen, wie es dazu gekommen ist und wie man in einem Land wie Bangladesch versucht, diese Ideen von 68, nämlich Strategien für eine humane Medizin in einem so armen Land wie Bangladesch umzusetzen. Well, before I go to the title of my speech, I like to introduce Bangladesch to you. I know you hear about Bangladesh when there is a cyclone, disaster, man-made or by the nature. Bangladesh is a small country with a large population. Our population is 140 million. It is in the same part of the Indian subcontinent. We are one-tenth of Chinese population, and we are one-seventh of Indian population. So it's a small country with a big population. Our China is at least 100 times bigger than Bangladesh. India is 20 times bigger than Bangladesh in area. But population-wise, we have got a big population.
While we are talking here, right now, Bangladesh is suffering from the tragedy of the cyclone, which has affected 28 million people. At least half a million women, pregnant women, are suffering, and millions of children. This is a part of our life. But this year, because of a better management, only just around 5,000 to 7,000 people were killed. But the same cyclone in 1970 killed 150,000 population. So that is an advancement. In 1974, we could not feed our 74 million people. Today, in 2007, at least we could feed 140 million Bangladeshis. Now, before even I go to the main talk, I'd like you to remind a bit of the past. Sometimes it is important to remember the past. The picture that you see every day, sometimes you don't see it. You might read in your history book about the Second World War and 50s and all that, but I want to remind you from our angle of view. Please put the things on. Next. It will take. In the decades, in the 40s and 50s decade, you know that we had the World War and the Reconstruction. You must think yourself, who were the losers? Who is the winner? Who or was the winner? Only one country was the winner. Everybody were the loser. There was Berlin Wall, Marshall Plan. Next. There was the first penetration of the US in Europe. Since then, there are independence of India, Pakistan, China, Philippines, Indonesia, and many other African and Asian countries. Should not forget, USSR put the Sputnik into space, which startled the USA. They never thought that anybody other than in the world, any other country exists, which has got a scientific knowledge and power. Next, the 60s decades is very important decade. It is my decade. It was the Rudi Dushkir's decade. It is the Tariq Ali's decade. It is the really in the Barclays decade. And all over the world, there were really student agitations. Students, they were revolting everywhere. They do not want the status quo. They revolted against the status quo. Next. But at the same time, this is also year of the Beatles. You might remember, Beatles, they brought a new dimension in the music and the cultural front. This is your shit. Not only the Mozart and other, there can be other music as well. It's a people's music. You sing, dance, whatever you like. That is another way of revolting. But at the same time, the class struggles began in India and many other countries. It is the Naxalite movement. You may have heard, may not have heard. Naxalite is extreme Maoism. They said annihilation of the class enemies, reach the exploiters. The people who has exploited you for years and years, there could be nothing could be done. Only thing, you can annihilate them. It's right or wrong, I'm not commenting on that. Next. This is the decade where US has started interfering with everybody. In 50s, they entered in Europe. Now they are really interference. It's a Cuban blockade of Cuba, Vietnam War, flying of U-2 espionage ship from Pakistan based to USSR. And like this, so on and on. Next. 70s decade. That is also our decade. 70s decade is you might remember, Allende of Chile rise to the power and also was also killed by Americans, CIA espionage. Vietnam, but the good thing, Vietnam defeated the US. Bangladesh earns independence despite of 7th Fleet on our right today. Two US battleship is in Bay of Bengal. They wanted to give us relief. The country who could not organize, manage Katrina in their own soil, they want to salvage Bangladeshi problem. So you can imagine what sort of audacity this one country all the time, again and again, they are the real enemy of the world, of the mankind. But at the 70s decades, something also wonderful thing happened. It's the Alma-Ata Declaration. It is the people's victory, in one side victory, another side
people's vision of alternative development. You have heard in the morning, Nicaragua and other, a country was so devastated. But how they achieved the healthcare, Sadinasa, because they have tried to follow this year. And really, you know, Almata Declaration, health for all by the year. Almata Declaration, you know that it was guaranteeing the health by empowering the people, training the people. It is a comprehensive health care. It is not only, again, it's a vertical health program. It is a comprehensive, whatever the totality people need. In the community, we need food, sanitation, water. At the same time, treatment of the sick people. We need reproductive health, family planning, and the affordable medicines, accessible and affordable, and the right essential drugs. This has been in 1978. It was approved by over 140 countries. Interestingly enough, USA was also a signatory to that campaign, that declaration. But of course, soon after, they realized they made a mistake. They do not want people to have the power. So that is like a deal. I now go to the main topic, the title of the really Beatles, Bangladesh and Revolution. In the 60s, my cursor mentioned I was in England, I was a vascular surgeon. Very interestingly, a Marxist went to a vascular surgeon. In one side, went to the work for the people, another side, he will be the one of the topmost surgeon. That is the typical middle class aspiration. I come from the same middle class as many of you are. So we want to do good for the people. At the same time, we should be at the top. And that is also the problem. Why many more third world countries, why they are not earning real freedom. Well, Chou En Lai was also from middle class. So is Mao Zedong. But they were close to the people. But today's third world Marxist leaders, left revolutionaries, they read Marx as a Quran. So they, instead of being a pragmatic approach, they are having a dogmatic approach. That is where why the real revolution is not coming to them, many of the newly emerging independent countries. In 1971, Beatles organized a big concert in favor of Bangladesh at the Madison Square in New York. That was tremendously helpful to make the American know what is happening in 71, fight between Bangladesh and Pakistan. Pakistan was sided by Americans. China remained quiet. Really, you know that China was just having a closer relationship, so they didn't want to enter. Privately, they told Pakistan government that it is not the right thing, but publicly they supported Pakistan. So that is also a danger, so we have to fight alone. By our side, we had India, and Soviet also supported us. I left England to join the IE as a guerrilla fighter. Soon the leaders, they realized, I'm not that a wonderful guerrilla fighter. I better be as a doctor. So we have to build up the hospital. Again, as I said, middle class and born with a colonial past and other, I thought, well, to build a hospital, you need the nurses. Where you can get the nurses? British nurses are the best nurses. They are hardworking. They work for a peanut. They are very well exploited by the British government. But even then, they work. By the white coat, they are ruled by the white coat doctors. So I said, get the really deft these nurses from Britain. Many of them has offered their services. But our government in exile said, look, Zafullah, what are you talking about? If one of them get killed, there is adverse publicity. If one of them goes back and doesn't agree with us, there is adverse publicity. In the war, everything is not fair. Sometimes you do many things not desirable, so we can't have that. So that is the time. But these are the typical middle class thinking. So what is the alternative? That all of a sudden I look around the refugee camps, thousands and thousands of young girls, young women, they are sitting there. They all wanted to participate as a guerrilla fighter. But already almost over 100,000 women were raped. So we are scared to send them as a guerrilla fighter. So they were. I said, why not a PR offense? Let them train. Let's see what happens. That is another awakening. All of a sudden, we realize women are such a fast learner.
I wanted a pair of hands who can stand against me and help me in the surgery. And they're learning so fast. So that is the beginning of paramedic program. We run a 480-bedded hospital with these young people, young nurses. Many of them were reading in school, college, universities. So that is the first time we realize human beings, many of the aspects of human being, is not yet been known to the middle class. During the war, also really, after our independence, Beatles again organized a concert for the reconstruction of Bangladesh in London. This time not in New York, this time in London. They also put me there. I'm a person who never sing one word. I can never dance, I can never sing, though I was not in those days as fat as today. I was slim and other things like many of you. But even then, I was in their concert. They sang for the hope. That was a concert for hope. Hope the poor people will have a better life. Women will have equalities and will have the equal access and other things. In the meeting, as I couldn't sing, like the UC surgeons, I want to tell you a story. Instead of being bored with my lecture, my boss, he says, Zafrullah, I want to give you a pearl. A surgeon who cannot operate, a surgeon who says he has never made a mistake in his life, you know that two things is possibility. One, he's the greatest, he has not done enough surgery in his life so that to make mistake, or he's a damn liar. He always lies and lies and lies, so don't believe him. And a surgeon who cannot operate become a professor. I'm not making any remark on the professors. I admire all the professors, really. They become a professor. And a professor of surgery cannot teach. They become an author. They write books. So I had a problem, but I'm a surgeon, made mistakes and other things in the war and other all my life. So in that concert, what do I tell this year? All young people. I was at that time 28, but even the most of the people were 16, 17, 20s. What do you tell? So about Bangladesh, I told them two things, which is still became later on the philosophy of Gonashastra Kendra. First, the fate of the poor will decide the fate of a country. If the poor are doing better, country will be better. If poor are involved in every sphere of life, country will prosper faster. Secondly, the development of women, more so in a Muslim country like Bangladesh, where 85% more people are Muslim, but doesn't mean that they are not like a Muslims, very orthodox Muslims. They believe in Allah. When you do not provide them the food and other things, what they can do? They have to believe in somebody. So it is like the 1970s. Soviet, they used to think the Tsar is far away in Moscow, and God Almighty is far away, high up in the sky. So similarly, Muslims of Bangladesh have to believe somebody, have to have some faith somewhere. So it is important, the women, the development of women decides the development of a country. So that is the main we started. Bangladesh, really, you know, like if you really think, what about the revolution? Our big aspiration of a young man, which I was in those days, revolutionary, Marxist, at least want to achieve socialism, if not Marxism. I couldn't be a proper Marxist because I love food. I love nice life and other things. By the way, the mistake, I better correct it. The house that you saw me, this is not my house. It belongs, yeah, where you found me. It is because I'm not a believer of any earthly properties. So as I said, like, look, you know, once I die, my body will go to the anatomy hall. Somebody can use my bones if it's of any useful. It become brittle and other things. But that is the house of my mother-in-law. I'm the security guard of that house, get a free meal. But she's a very clever woman, and by the age of 85, she studied a new language, Sanskrit, and she translated the epic Meghdoot. Kalidas is famous
in our, you know, into translate it into Bangla by reading. She's a very clever woman. As a, women are always clever, as I said, they are a very fast learner. And so she realized if she give me a space, she gets a security guard free of charge, only she have to give me food. So I'm very cheap. So I think she's a bit of cheating me. I'm deprived. She's a, I told her, I said, but probably you are not very fair with me. Doesn't matter, she's a nice lady. You see, so the revolution, what happened as we are really soon after our after emergence of Bangladesh, I realized the rightist forces have taken over us. They have used us. They have used us to fight for independence. And once the country has become independent, Sheikh Mujib and Hari and his partner, they have taken over. So I said, what should I do? Should I go back to England? Many people said, well, you are a privileged person, probably you'll go back. But one day, rickshaw puller asked me, he said, what do you do? I said, I'm a doctor. And he said, what is it? Why are you sad? I said, things are not moving here. I'll be going back. He said, that's very nice. You are going back. But why do I go? Did you ever thought of me? Do you know the hundreds of people in the street? We cannot go anywhere. So think of staying here. So that is why really, you know, in the revolution, you know, so what we did as we really started, we said, look, better create more opportunity, people. Healthcare cannot be achieved, whether it's in Germany or in Bangladesh, without women and the young people. So we thought in a Muslim country, we have to do more. First thing, what we did, we have started training the women, village women, poor man's daughter, those who don't, cannot go to school. It's not that they are not capable. Economy doesn't permit them. They do not have a good school around. So these are the people. So I was in Bangladesh. We persuaded these and government, at least these and government, that women should have a women's commission. I was a member of a women's commission, and that brought that really. Before that, we put women on a bicycle. For a Bangladesh, a Muslim country, women riding a bicycle through the village is almost like a revolution. You cannot imagine really what sorts of needs really. When 23 women on a bicycle, they rode from Sabah to Dhaka, which is 40 kilometers. Believe me, government had to impose 144, that you cannot come at a time. Like we thought they will be helping. So that is the beginning of Bangladesh women's revolution. And in 81, we had a commission where I was a member. We said, we want, women is not going to be a soldier. So they have got 50% seat. In the primary school, 100% teacher should be women. Women are very generous. There was one woman minister. She's a physicist. She was, in fact, she died recently. She said, well, the flight doesn't look nice. I said, madam, do you realize, even if you have got 100% now, how many years it will take to become 50%? You cannot kill all the men unless they retire, the new post are created. So you will not be able to really do that. Next one. I think you put the next few slides I have got. And a second revolution Bangladesh had is a national drug policy. We are the first country who talked about the essential drugs. Yeah, you can quickly go through about that, really. Bangladesh really put a national drug policy, which among the least developed country, we are the one country who produces almost all essential drugs of the country. But I have failed, my organization has failed to introduce a national health policy in 1990. As a result, my office was burned, six of our vehicles, GK vehicles, were burned, medicines and other. And I was declared as the enemy of the people. That is to ride through the village. It's almost like a revolution. Next one. This is where healthcare, you have to reach them. In a village, the women, and they have that sorts of people, who can reach them? Except women, nobody can reach them. Next, health workers. What is in the medical technologies? Blood pressure is one of the important technologies. What in it? If you are not a deaf, and if you can read the number, you should be able to check the blood pressure. Next. You see, to do the examination, you have to draw the blood. You have to draw blood, you have to give blood. So a paramedic with a few months training can do that, can draw blood, and can also examine the blood. Next.
elderly care. You see, everywhere elderly are increasing. Elderly, then is young person to smile at them, to look after them. They're helping alone another single. They are trying to find the lice or something like that. Okay, I think that's it. Oh, like as a culture and other, we have got underweight babies. Women in the daughter-in-law of the family eat last, if anything is there. So something has to be done. So we are promoting that she should eat fast, so that if really the next. And she should be given rest, because in agricultural families, they want the daughter-in-law as another pair of hands to help the family. Next. I think next is finished. Okay. No, that's it. Thank you. Ja, danke Savrulla. Und Savrulla hat ja gesagt, sozusagen, es kommt auf die Jugend an. Und jetzt haben wir ein paar Geschichten von früher gehört. Und jetzt gebe ich an Kaiwan weiter. Und bevor Kaiwan mit seinem Beitrag beginnt, möchte ich natürlich fragen, weil er gerade aus Bangladesch kommt, ist es dort alles so, wie Savrulla erzählt hat? Da kann ich ja nachher nochmal drauf zurückkommen. Im Prinzip ja, also ich glaube, mit Fahrrädern haben wir keine Frauen gesehen, aber dieses Empowerment, das sieht man heute immer noch. Wir hatten, glaube ich, die einzige Female Driver in ganz Dhaka, also die Fahrerin von GK, eine weibliche Fahrerin. Und die Leute haben, am Anfang haben wir gedacht, die schauen ins Auto rein, weil wir eben nicht Bangladeschi aussehen, aber irgendwann haben wir gemerkt, die schauen auch die Fahrerin ganz erstaunt an. Und ja, also das Empowerment läuft, ja. Ja, kann ich das hier irgendwo abstellen? Egal. So, erstmal vielen Dank hier für den Ritt durch die Weltgeschichte. Vieles von dem ist irgendwie vor unserer Zeit gewesen oder auch vor der Zeit vieler anderen. Und es hat sich sehr spannend angehört. Ich glaube, es hätte mich mitgerissen, wenn ich damals schon gelebt hätte. Aber indirekt hat mich die Zeit auch beeinflusst, weil meine Eltern hat das mitgerissen und das ist auch der Grund, warum ich heute hier sitze und das mache, was ich tue. Das möchte ich jetzt gar nicht näher ausführen, sondern übergehen zu dem Thema Gesundheitsbewegungen und versuchen, das aus einer Sicht der jüngeren Generation zu beleuchten. Im nächsten Schritt möchte ich schwerpunktmäßig die Arbeit einer Arbeitsgruppe der Bundesvertretung der Medizinstudierenden Deutschlands vorstellen, der Globalization and Health Initiative, und perspektivisch eine Verbindung aufbauen zu Gesundheitsbewegungen und zu dem bereits Gesagten. Ich möchte nun kurz erläutern, was ich persönlich unter den Begriffen Bewegung für Gesundheit oder Gesundheitsbewegung verstehe. Bewegung für Gesundheit, ja, ein allgemein vorhandener Trend, der hauptsächlich meiner Meinung nach im Westen vorhanden ist, und die Individualisierung des Krankheitsrisikos aufzeigt. Also ein allgemein vorhandener Trend, wenn man sich die Gesundheitsreform der letzten 10 bis 15 Jahre anschaut, die Umwälzung der Kosten auf den einzelnen Versicherten, die Entsolidarisierung der Gesellschaft, zunehmende Privatisierung, und all diese Trends sind recht offensichtlich. Frei nach dem Motto, deine Gesundheit in deinen Händen. Das mag in gewisser Hinsicht stimmen, und diese Eigenverantwortung ist durchaus auch wünschenswert, insbesondere wenn es um ungesunde Lebensweisen geht einiger Menschen, aber dieses Motto kann nicht als allgemeingültiges Kriterium gelten, wenn man die Tatsache anerkennt, dass Gesundheit sowohl von sozialen, politischen als auch ökonomischen Faktoren stark beeinflusst wird. Das nächste, Gesundheitsbewegungen, darunter verstehe ich persönlich, und ich glaube, da stimmen mir auch meine Vorredner bei, dass eine solidarische Bewegung ist, die über das Eigeninteresse hinaus an einer Veränderung, an sozialer Veränderung interessiert ist, und zwar im Sinne einer Verbesserung der Gesundheitssituation der Gesellschaft, und zwar der gesamten Gesellschaft. Ich möchte nun insbesondere die Frage beantworten, ob es in Deutschland eine Gesundheitsbewegung gibt. Im globalen Süden gibt es starke Gesundheitsbewegungen, wie zum Beispiel das People's Health Movement. Wer das kennt, das ist ein
Netzwerk aus von verschiedensten Leuten, aus Akademikern, Nicht-Akademikern, Gesundheitsarbeitern, die dieses People's Health Movement insbesondere in Indien zum Beispiel durchzieht, gesamte Strukturen vom Grassroot-Level bis hin zur politischen Ebene. Und ob es eine solche Situation in Deutschland gibt, möchte ich aus studentischer Sicht eben beantworten. Und meine persönliche Ansicht ist, dass es in Deutschland keine Gesundheitsbewegung als solche gibt. Es gibt im Gesundheitsbereich mehrere Akteure, also zum Beispiel Vertretungen der Ärzteschaft, Gewerkschaften als Vertretung des nichtärztlichen Personals, NGOs, die meisten mit dem Schwerpunkt auf die Arbeit in sogenannten Entwicklungsländern. Es gibt politische Organisationen von Medizinern, die IPPNW. Es gibt soziale Bewegungen wie ATTAC, die immer mal wieder Globalisierungsthemen in Bezug auf Gesundheit aufgreifen. Aber es lässt sich keine zielgerichtete Bewegung meiner Meinung nach erkennen, sodass man sagen könnte, es zieht eine Bewegung oder eine Gruppierung an einem Strang. Man könnte jetzt sagen, naja, letztes Jahr haben ja Ärzte gestreikt und das sei doch auch eine Bewegung. Aber auch das ist meiner Meinung nach keine Bewegung. Es war mehr ein Arbeitskampf, das auf Eigeninteresse gerichtet war. Wenn man sich dieses Bild hier, das Rechte, anschaut, eine Demonstration des People's Health Movement für das Recht auf Gesundheit, für den Zugang zu Gesundheit und ja, die Demonstration der deutschen Ärzteschaft für mehr Lohn, was vielleicht durchaus auch berechtigt ist, um auch dem Braindrain irgendwie entgegenzuwirken. Von Bewegung kann da aber eigentlich keine Rede sein. Auf studentischer Ebene gibt es auch viele Organisationen, viel Engagement, aber auch hier möchte ich behaupten, dass da auch von Bewegung keine Rede ist, da die heutige Jugend im Vergleich zu dem, was wir jetzt von Safrulla und von Mattes gehört haben, ja, eher der Entsolidarisierung und der Individualisierung entgegenstrebt und eher apolitisches Dasein fristet. Ich möchte kurz aufzeigen, was ich mir unter einer zeitgemäßen Bewegung vorstellen würde, wie sich das umsetzen lässt. Die Frage möchte ich offen lassen, ob das aus sich selbst heraus entsteht, ob das von außen her herbeigerufen werden muss. Zum einen wären notwendig Netzwerke von NGOs, politische Bündnisse, auch um dort anzugreifen, wo Entscheidungen gefällt werden, evidenzbasierte Alternativen zum bestehenden System und die Kooperation mit der kritischen Wissenschaft. Und last but not least auch die Sensibilisierung der Bevölkerung, und dazu gehört auch ein ganz wichtiger Teil der Bevölkerung, nämlich die Akteure im Gesundheitswesen. Und hier möchte ich die Brücke schlagen zu unserer Arbeit aus der Arbeitsgruppe Globalization and Health Initiative, die sozusagen die Veränderungen im Kopf der Akteure im Gesundheitswesen bewirken will, insbesondere der Medizinstudenten. Und ausschlaggebend für die Notwendigkeit unserer Arbeit ist, dass die nichtmedizinischen Determinanten der Gesundheit in der medizinischen Ausbildung völlig vernachlässigt werden. Ja, die Globalization and Health Initiative, auch Gandhi, hat nichts mit Mahatma Gandhi zu tun, ist wie gesagt eine Arbeitsgruppe der Bundesvertretung der Medizinstudierenden in Deutschland, einem Fachschaftsdachverband. Wir versuchen, die nichtmedizinischen Determinanten der Gesundheit insbesondere in einem globalen Kontext zu beleuchten, also in Richtung Global Health. Und ich möchte kurz erstmal auf die Struktur des BVMD eingehen, kurz etwas sagen zur medizinischen Ausbildung in Deutschland und dann etwas ausführlicher auf den dritten Punkt eingehen, nämlich unsere eigentliche Arbeit. Die Struktur des BVMD ist folgende: Sie besteht aus ca. 38 medizinischen Fakultäten, die ihre Delegierten wählen. Diese Delegierten bilden die eigentliche Bundesvertretung. Außerhalb der BVMD gibt es noch
höher gelegene Strukturen sozusagen, die Europäische Vereinigung der Medizinstudierenden und darüber stehen nochmal die IFMSA, die International Federation of Medical Students Associations, die aus 80 Ländern besteht sozusagen, die aus eine Zusammenführung von 80 nationalen Associations der Medizinstudierenden. Hier nochmal kurz die Struktur. Circa 80.000 Medizinstudenten bilden die Basis, die ihre Delegierten wählen und das Herzstück der BVMD wählen, das Plenum, das sozusagen ein Steering Committee wählt, das die BVMD nach außen hin vertritt. Und das Plenum entscheidet, ist sozusagen das Entscheidungsgremium der gesamten Bundesvertretung. Die Arbeitsweise ist nun folgende. Es gibt neben dem Plenum, das eben die Mitte darstellt, Arbeitsgruppen, an der auch weitere nicht gewählte Delegierte teilnehmen können. Es gibt Arbeitsgruppen zu Menschenrechten, zur medizinischen Ausbildung. Es gibt eine Austauschsparte und es gibt eine Sparte Public Health und Entwicklung. Und Arbeitsgruppen zu Gesundheitssystemen, das sind jetzt nur ein paar rausgegriffen. Weswegen ich jetzt hier nochmal die medizinische Ausbildung aufführen möchte, ist, um zu verstehen, warum unsere Arbeit notwendig ist. Medizinische Ausbildung in Deutschland besteht aus einer vorklinischen Phase, 2 Jahre, und einer klinischen Phase. Und die Themen, die hier behandelt werden, sind hauptsächlich medizinische Themen. Es wird ab und zu eine Prise soziale Fächer mit reingeschmissen, die aber eigentlich ja völlig untergehen. Zum Beispiel der Kurs Medizinische Psychologie und Soziologie ist ein Kurs, der irgendwie 4 Wochen lang zwangsmäßig besucht werden muss. Und im klinischen Abschnitt geht es weiter wie vorher: Mikrobiologie, Pathologie, Innere Medizin, Chirurgie, Pädiatrie, Geburtshilfe, alles Mögliche. Nur nichts von sozialen, ökonomischen oder politischen Faktoren, die die Gesundheit der Menschen beeinflussen. Was wir jetzt machen in Richtung Global Health, ist erstmal zu erklären den Studierenden, was Global Health ist. Und Global Health, ich denke, das wissen viele, ist das Zusammenspiel aus Gesundheitssystemen, aus internationalem Handel, aus Brain Drain, aus der Arbeit von internationalen Organisationen, NGOs und allem Möglichen. Und unser letztendliches oder weit gestecktes Ziel ist, das Thema Global Health oder International Health in die medizinische Ausbildung zu verankern. Hier nochmal ein paar Details zu uns, das ist jetzt nicht so wichtig. Ich möchte vielmehr auf die Methoden eingehen, und zwar sind das hauptsächlich unsere Gandhi-Workshops, Trikon-Seminare und TNT-Seminare. Ich komme gleich nochmal darauf zurück. Und wichtig ist, oder wo wir anknüpfen, ist hauptsächlich Mediziner, die ins Ausland gehen, aufzugreifen. Denn wie man hier sieht, das ist von einer Studie, die zusammen mit dem Deutschen Ärzteblatt und dem BVMD durchgeführt wurde, eine Befragung von Medizinstudierenden. Wenn man die ersten 3 Zahlen da oben zusammenzählt, sieht man, dass 89% der Medizinstudierenden sich eine Auslandstätigkeit vorstellen können. Und hier unten sind die Länder aufgeführt, in die sie arbeiten möchten. Und man sieht schon eigentlich sehr stark den Braindrain-Faktor in die Schweiz, in die USA, Großbritannien und sonstige Länder. Die Entwicklungsländer sind hier leider nicht mit aufgeführt. Aber man sieht, viele können sich eine Auslandstätigkeit vorstellen und insbesondere wichtig, viele Mediziner, ich glaube, es ist jetzt nicht aufgeführt, 20% aller Mediziner können sich vorstellen, im nicht kurativen Bereich zu arbeiten. Das ist erstens in der Forschung, zweitens in der Industrie, drittens im Public Health Bereich, aber auch im Krankenkassenbereich und in internationalen Organisationen. Und unter Berücksichtigung dieser beiden Tatsachen ist es wichtig zu wissen, dass es eben diese Determinanten, diese wichtigen Faktoren der Gesundheit in der Ausbildung völlig fehlen. Hier nochmal darauf zurückzukommen, auf der
linken Seite das, was ein Medizinstudent lernt. Und wenn er jetzt ins Ausland gehen möchte und dort eine Formulatur macht, einen Auslandsaufenthalt oder sonstiges, na, das funktioniert jetzt nicht so, wie ich wollte, aber das macht auch nichts. Auf der rechten Seite ist das, was er erwartet. Auf der linken Seite sieht man das, was er antreffen wird: Ungleichheit, Armut, arme Gesundheitssysteme, Mangel an essentiellen Medikamenten, Tod durch vermeidbare Krankheiten, Korruption und, und. Und das ist dann der Punkt, irgendwie gefällt mir das nicht, aber ich mache einfach mal weiter, wo wir angreifen. Die Trikont-Seminare werden von der Austauschsparte des BVMD angeboten, sind reine Vorbereitungsseminare für Medizinstudierende, die ins Ausland wollen. Reiseinformationen, Impfinformationen, Informationen zur Kultur. Trikont steht übrigens für die drei Kontinente, auf die sich der Austausch konzentriert: Asien, Afrika und Südamerika. Und wir versuchen hier schon mal die Studierenden anzusprechen und einführend darauf hinzuwirken, diese Global Health-Themen zu beleuchten. Naja, egal, das will jetzt nicht. Stellen Sie sich jetzt vor, dieser rote Punkt wandert zum Stay Abroad, ja, und trifft dort das an, was ich vorhin aufgeführt habe, wandert dann weiter zurück Richtung Global Health Seminar, und das Fragezeichen stellt eigentlich das dar, was vorher war, nämlich nichts. Ja. Es gibt keine Instanz, die dann die Erfahrungen dort aufgreift und behandelt. Das ist der Punkt, wo unsere Arbeitsgruppe ins Spiel kommt, nämlich wir bieten diese Global Health Seminare an und bearbeiten mit den Studierenden die Gründe für die Ungleichheit. Wir besprechen mit ihnen Probleme des Gesundheitssystems. Wir besprechen mit ihnen Primary Healthcare, Unterschiede zwischen Selective und Comprehensive Primary Healthcare und Alternativen zum bestehenden Gesundheitssystem. Und jetzt stellen Sie sich vor, dass Punkt weiter wandert zum Train-the-Trainer-Seminar, und in diesem Bereich versuchen wir die Studierenden, die an unseren Seminaren interessiert sind, weiterhin mit diesen Themen auszubilden und auch mit pädagogischen Kenntnissen auszubilden, sodass sie diese Seminare in ihren lokalen Vertretungen an den Universitäten anbieten können, sozusagen im Sinne einer Peer Education. So sieht das Ganze dann aus, dass es jetzt nicht so abstrakt ist. Hier das Programm, genau, Frühstück, ganz wichtig, das Programm eines Gandhi-Seminars im November, das vor wenigen Wochen stattgefunden hat. Ich habe die wichtigen Sachen einfach fett gemacht, entschuldigen Sie den grauenvollen Layout, das war spät nachts. Einführung in die WHO-Erklärung von Alma Ata, anschließend wurden besprochen aktuelle Herausforderungen der globalen Gesundheitspolitik, Themen wie Ökonomisierung der Gesundheit, Gesundheit und Bildung, Gesundheitssysteme und AIDS als komplexe Herausforderungen. Humanitäre Hilfe wurde besprochen und Überblick über die Big Players gegeben. Erfahrungsberichte aus der humanitären Hilfe und auch eine kritische Auseinandersetzung damit und Abschlussdiskussionen und natürlich auch das Aufgreifen für das eigene Engagement, die Aktivierung der Studierenden, um sich dann somit bei uns einzubringen oder auch in ihre Lokalvertretung einzubringen. Das überspringe ich jetzt einfach mal. Unsere weiteren Projekte: wir haben eine Umfrage mit dem Deutschen Ärzteblatt, um unsere Forderungen zu untermauern. Wir setzen ja voraus, dass all diese Global Health Themen gewünscht werden und nicht angeboten werden, und um das zu unterstreichen oder rauszukriegen, ob das wirklich so ist, haben wir eine Umfrage gemacht, um das Wissen der Medizinstudierenden über diese Faktoren, über diese Themen herauszukriegen und um unsere Forderung zu unterstreichen, dass diese Themen in der medizinischen Ausbildung aufgenommen werden müssten. Ja,
Damit komme ich eigentlich auch zum Schluss. Nochmal kurz zur Motivation des Ganzen. Es geht nicht nur darum, sozusagen diese Themen in der medizinischen Ausbildung aufzunehmen oder sonstiges, sondern Sie kennen wahrscheinlich alle den Spruch, don't hate the player, hate the game. Ich stimme dem Ganzen nicht so zu, denn ein Spiel funktioniert nur richtig, wenn der Spieler auch richtig mitspielt. Wenn man das Spiel ändern möchte, und das, damit meine ich die derzeitige Gesundheitssituation, dann muss man die Spieler wechseln und beeinflussen oder austauschen, und darauf arbeiten wir hin. Dankeschön. Geht's jetzt? Ja, ja, da gab es da vielleicht dann doch noch eine Überleitung zu dem ohne Titel, ohne Kittel, ja, bis zu dem den Spieler verändern. Also da scheint mir doch ein Bogen zu sein von 68 bis heute, dass Leute, die selber den medizinischen Beruf ergriffen haben, ihn kritisch reflektiert haben und ihre eigene Rolle darin überdacht haben. Ich glaube, das kann man über Mattes und über Zafulla sagen. Irgendwie ist das auch mehr als nur ein Rückschau, nette Anekdötchen erzählen, wenn man hört, was du uns jetzt heute dazu berichtest, wie das geht. Und ich hoffe, dass es da Fragen aus dem Publikum zu gibt, was denn das heute für eine Herausforderung für die Mediziner dann auch bedeutet. Andreas Wulff, auch von Medico. Ja, eine Frage an Kaiwan vielleicht gleich. Du hast also auch ein bisschen, aber auch an die anderen Referenten. Du sagst, du hast am Anfang ja sehr ausführlich nochmal darauf hingewiesen, wer so von deiner Wahrnehmung nach Akteure in einer solchen Gesundheitsbewegung sind. Nun sind wir hier ja mit 1800 Teilnehmern auf so einem Gesundheitskongress, der ja immer erstmal auch die Akteure nochmal auch erweitert ein bisschen in dieses Spiel. Es kamen auch bei dir jetzt noch gar nicht die Menschen konkret, die als Patienten oder als sozusagen Bewohner der Nachbarschaften sind, die sozusagen ja auch, und darum dreht sich ja viel in diesem ganzen Haus heute und in der kontinuierlichen Arbeit dieser Arbeitsgruppen dabei sind. Und das war immer auch so ein bisschen ja die Idee von Medico, hierher zu kommen, nicht nur um unsere Arbeit und unsere Projektpartner und die Arbeit unserer Partner zu präsentieren, sondern genau auch zu gucken, wie kann man solche Verbindungen schaffen und daraus sowas wie eine Gesundheitsbewegung machen. Ich weiß nicht, wie du das einschätzt oder was du jetzt auch mitgekriegt hast oder wie weit ihr auch solche Verbindungen sozusagen zu jetzt eher nicht medizinischen Sektoren innerhalb der Gesundheitsbewegung hier in Deutschland seht. Weitere Fragen? Ich habe eigentlich erstmal so eine Art Verständigungsfrage auch an Kaiwan. Oh, bin ich zu laut? Diese Vorbereitungsseminare, also die kommen sozusagen zurück und bekommen dann sozusagen Schulungen, so habe ich das verstanden bei diesem Seminar. Ist das individuell auf die jeweiligen Länder abgestimmt, auf deren Gegebenheiten? Sind das eher globale Dinge, die man sagt, die finden in allen Trikon-Staaten im Grunde genommen mehr oder minder statt? Wird darauf Rücksicht genommen eventuell? Ich habe hier schon mal im letzten Jahr so ein Thema angesprochen, was ich immer spannend finde. Wird darauf Rücksicht genommen, ob heimische Medizinarten vorhanden sind? Also wie sieht das aus mit, was ja vielfach jetzt stattfindet, wo auch gerade von medizinischen Organisationen die mehr oder minder verdrängt werden, wenn dort eigentlich eine lokale Medizin eigentlich vorhanden ist und auch Wissen verloren geht und auch in dem Sinne auch Empowerment und Selbstbehandlungsmöglichkeiten vorhanden geht. Wie wird darauf eingegangen? Würde mich interessieren. I'd just like to ask Mattis and Afrula a question I always like to ask mentors and icons. It's true that people accuse our generation of being depoliticized and apathetic. And we're always, I hear so many stories, whether in New Zealand or Sri Lanka or Bangladesh or Germany, of this great movement and this great action. Do you think that our generation is more depoliticized because the sort of what, the one-dimensional man of Marcuse, that we're so overwhelmed by commercialization, commoditization, that we don't have the space to think politically? Or do you think we're just a bit cynical because we hear these stories about this great generation and then we think,
hang on, isn't this the same generation that created the world that we're contending with now? So what I'm interested what you think about that dilemma. Thank you. Ja, ich möchte erstmal die Frage von Andreas beantworten, und zwar zur, ja, wie wir nichtmedizinische Gruppen erreichen oder ob wir das überhaupt tun. Ich persönlich finde es sehr wichtig, insbesondere stelle ich mir als wichtig vor die Zusammenarbeit mit Gewerkschaften, auch Gewerkschaften, die nicht im medizinischen Bereich arbeiten, weil man dadurch einfach eine Vielzahl der Bevölkerung erreichen kann. Eine solche Zusammenarbeit oder Kooperation gibt es aber leider nicht. Welche Gruppierungen wir erreichen werden in Zukunft, wahrscheinlich, wird sein Studenten eben aus dem nichtmedizinischen Bereich. Und zwar wurde uns nach dem letzten Seminar angeboten von einem unserer Finanzierer, dem Verein zur Förderung politischen Handels, das Seminar auszuweiten auch für Studierende aus anderen Bereichen, die daran interessiert sind. Somit hätten wir dann die Möglichkeit, eben Studierende zu erreichen aus Sozialwissenschaften, aus Politikwissenschaften, aus technischen Bereichen. Aber es bleibt eben doch in diesem akademischen Bereich. Und welche anderen Aktivitäten wir machen, ist eben die Kooperation oder mit NGOs teilweise, auch mit Kampagnen, aber so richtig, dass man sagt, dass man viele gesellschaftliche Gruppierungen erreicht, das ist nicht drin. Das nächste, die Nachbereitung, wurde hier gefragt. Genau, es ist so, diese Trikont-Seminare sind eigentlich Vorbereitungsseminare, wirklich sehr allgemein gehalten. Das war auch das, was es vorher schon immer gab, und uns war es einfach auch zu wenig, dass es einfach nur eine reine Reiseberatung ist, ja, und gar nicht auf die kulturellen oder auf die politischen Situationen eingeht. Die Nachbereitung sind dann eben diese Gandhi-Seminare, die wir anbieten. Und eine Sache, ich glaube, das stand jetzt nicht da am ersten Tag, ist natürlich erstmal das Sammeln von Erfahrungen, welche Probleme, welche Erfahrungen hat man dort gesammelt. Darauf kann dann auch in dem Seminar eingegangen werden. Das ist ja ein Wochenendseminar. Man hat da drei Tage Zeit, sich auszutauschen. Was jetzt zu dem Thema lokale Medizin oder alternative Medizin angeht, das ist ein Seminar von Studenten für Studenten. Das heißt, wenn sich jemand findet, der da Spezialist ist, dann kann er das gerne machen. Also ich bin da keineswegs bewandert darin, und ich würde auch sagen, wir haben auch keinen, der sich damit sehr auskennt. Aber es wäre mal gut im Hinterkopf zu behalten, vielleicht kann man ja mal einen Spezialisten einladen, der da mal was macht. Frage war an Mathis. Ja. Die Frage war an Safrullah und an Mathis. Ich interpretiere sie nochmal. Ich habe ein bisschen so verstanden, dass Kubanan da noch fragt. Nicht nur guckt man jetzt abfällig auf die Generation, die jetzt da ist, und sagt, ihr seid unpolitisch und guckt nur auf euer eigenes Glück, oder ist es nicht auch die Frage, was habt ihr erreicht und woran seid ihr möglicherweise auch gescheitert? Und das ist jetzt ein Problem, mit dem wir heute umgehen müssen. Okay, ja, oberflächlich gesehen ist es natürlich klar, wir hatten es als 68er Generation leichter, zunächst mal, weil wir einen klaren Gegner hatten, auch konfrontiert waren zur Zeit Vietnamkrieg oder auch verschiedene Hunden hier in Europa, in Griechenland gab es eine Hunde in anderen Ländern auch noch. Wir waren sehr in guten Kontakt mit vielen Leuten aus der Befreiungsbewegung. Okay, das war leichter. Aber was mir jetzt auffällt, in dieser neuen Entwicklung der Medizin, ich habe öfter mich unterhalten mit Medizinstudenten, die wissen oft sehr wenig, und das hängt mit der Ausbildung zusammenzubringen von Psychosomatik. Ich habe noch gelernt, das war sehr wichtig, mein Lehrer Mitscherlich, Alexander Mitscherlich, war sehr wichtig für mich, der hat uns sehr früh beigebracht. Ich sage euch eins, allerwichtigste ist, nehmt nicht einfach den Menschen die Symptome, fragt, was steht dahinter. Ja, und das war einfach auch der gesellschaftliche Zusammenhang. Warum werden Menschen krank oder warum können sie nicht gesund werden? Das gilt heute natürlich ganz genauso noch.
Und ich denke, ihr habt auch natürlich eine Angriffsfläche, wenn ich sehe, wie diese immer mehr Gesundheitszentren, die vollkommen anonym sind, die durchtechnisiert entwickelt werden, wo kein Mensch wirklich auch dem Patienten einfach mal ein Ohr schenkt, einfach Gehör schenkt oder ihn anfasst oder einfach zum Gespräch einlädt. Das ist auch was, was für euch eine Aufgabe wäre, noch anzugreifen. Also das ist nicht nur so, dass wir es da einfach leicht hatten. Woran sind wir gescheitert? Wir sind natürlich mit vielen gescheitert, was wir vorhatten. Aber manches haben wir einfach erreicht, zum Beispiel die ganze große Veränderung in den psychiatrischen Kliniken. Das ist ein Riesenfortschritt. Es ist sicher ganz viel noch zu tun, aber da habt ihr auch Möglichkeiten anzugreifen. Well, today's younger students, yes, they are not being very familiar with the third world and other thing. One reason is there is the death of the colonists. The colonial masters have gone. So they do not have any more linkage. They think our been to America is a better qualification than been to a third world country. Like in the real, you know. In the 60s, we used to see even the many of the British graduates would have gone to Africa to spend one or two or couple of years. But when there is a tremendous competition, the capitalism creates tremendous competition. Humanity, there is a death of the humanity. There is a, like a, who can compete? The person who can survive will reach the top. Equal opportunity is not there. On the other side, there are definitely today tremendous depolitization. Politics has become a dirty thing. Politicians are bad, politicians are corrupt, as if we are all good people. Only the good people are outside. Armies are the good people. Maximum corruption in every country is the army. Army's purchase has not been transparent, has not been allowed to public audit all over the world. And we have seen the Americans, what is happening, Iraq war and other things that I'm sure many other countries, Bangladesh. So third thing is happening is the commercialization. Over-commercialization, so the aspiration of the people have changed. Like my age, only when I went to the medical college, the best medical college in the country, only 8 of us came from the urban background, where all their education held in Dhaka, the capital, 7 boys and 1 girl. I was one of the 7. But I come from the village. My village home is there, but I was educated in the city. Today, will be probably other way around. Only maybe 8 or 10% of the students will come from the village. In my time, it is 80% of students will from the village. They had a better opportunity. They had an equal opportunity. Today, privatization, so the upper class and middle class, they purchase the brain. In Ganeshastakendra, I have got a medical school. We wanted to 50%, like a poor people's children, we wanted to give them entry into the medical aid, but we do not have any applicants. So we started being very puzzled. We said, what is the problem? We should find it out. We started talking to the various people. Finally, we talked to our health workers, paramedics. So one of the paramedics stood up and said, look, you are very clever. You are safeguarding your class interest. Don't you know that the poor man's daughter cannot have a better grade? You want the meritorious and the poor. Poor cannot be no more meritorious. Now the merit have to be purchased with private tutor, private schools and other things. That's why you are not getting the students from the village, the poor students from village to come to medical college. So that privatization is causing an issue. Medical curriculum needs to be totally rehauled all over the world. It's not only the German, also in Bangladesh. In fact, countries like Bangladesh are getting worse. We are putting the grades high and high up so that no poor man's son or daughter will ever come to medical school in the next 10 years' time. It is the upper class. If you make a break of studies, they said you should not come to medical school. So like these sorts of attitudes is going to defeat. So it has got, as it is a very, one class of people are in the medical school, they can only talk about the computer. They can talk about the stock exchange. They can talk about the how many cars they have got, the family. So these are the real, the caring attitude is not there. The medical student should be placed as a nurse for 2 to 3 months.
so that they will be close to the people. How it looks like to look after an elderly person, to wash his back, to give him a bath or her a bath. This is, unless we take a really real challenge, the medical profession will become like a bureaucrat. They will write prescriptions as dictated by the drug companies. In future, the healthcare is becoming more and more expensive. Americans are spending almost over 16% of the GDPs. Still, they have the worst healthcare in comparison to Germany and Europe. So I think we have to think of the total change of the curriculum, and we have to really think more about how we reach, we become close to the people, especially the sick people. Zafula hat ja schon eine Art Schlusswort gemacht. Trotzdem möchte ich noch mal eins zusammenfassen. Mathis hat angefangen mit der Erinnerung, dass ein Ausgangspunkt der Politisierung auch der Medizinstudenten damals die Auseinandersetzung mit der Geschichte und der Involvierung der Ärzte in der Nazizeit war. Mir war ganz wichtig, dass Zafula jetzt darauf hingewiesen hat, dass wir erleben, dass der Arztberuf auch in Bangladesch immer stärker wieder ein Beruf der Elite ist und sich nicht öffnet für ärmere Schichten. Was sozusagen ein Problem darstellt, was sich hier durchzieht, denn Ausgangspunkt war ja die Entmystifizierung des Arztberufs, die Hinwendung zum Patienten, die Zusammenarbeit. Das ist natürlich mit einem Elitekonzept nicht so leicht zu vereinbaren. Und ich habe schon verstanden, darüber wüsste ich eigentlich gern noch mehr, nur werden wir das nicht mehr schaffen, aber vielleicht in der Pause können wir uns noch ein bisschen drüber unterhalten, dass der Versuch, den Gandhi da macht, doch auch an den Ärzten anzuknüpfen, nicht nur das System als System zu kritisieren, sondern nach wie vor daran festzuhalten, dass auch die Ärzte eine Wahl haben in ihrer Medizinausbildung und zu verstehen, in welchen Zusammenhängen sich zu bewegen und nicht nur auf die kommerzielle Seite zu gucken, daran festzuhalten, das scheint mir ein kleiner Funke positiven Ausblick und vielleicht von daher durchaus ein Versuch hier zu zeigen, dass es auch so etwas wie Kontinuität und Fortsetzung von 68 in anderer Form gibt. Vielen Dank für diese Runde. Wir werden das alles noch aufgreifen morgen und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn Sie alle Ihre Gedanken und eigenen Diskussionsbeiträge bis morgen aufheben wollen, wo wir es in einer großen Runde diese Fragen gerne nochmal aufgreifen und gemeinsam besprechen möchten.